Anfang der 2000er Jahre wurde Physik in Spielen auf einmal faszinierend. Ob in den Gratisspielen Soldat, Trials oder später in Half-Life 2. Ein weiteres Physikspiel aus der Zeit war Bridge Builder, das später in Pontifex umbenannt wurde und in dem man, wie es der Name schon sagt, Brücken gebaut hat und dabei darauf achten musste, dass diese bei Last nicht zusammengebrochen sind. Das wiederum dürfte dann das Vorbild für Bridge Constructor aus dem Jahr 2011 gewesen sein, welches nun ein Crossover mit Portal hervorgebracht hat, namentlich, Überraschung, Bridge Constructor Portal. Und um diesen Ableger soll es auch in diesem Review gehen. Released wurde das Spiel im Dezember 2017, entwickelt von Clockstone und published von Head Up Games. Das Spielprinzip ist dabei recht eng an Bridge Constructor angelehnt, auch wenn es hier nur im weitesten Sinne noch um Brücken geht. Schlussendlich müssen wir es schaffen, mithilfe unseres Konstruktes Gabelstapler von einem vorgesetzten Punkt zu einem anderen zu bringen. Dazu können wir in einem Baumodus mit Metallstreben, die wir auch zu soliden Straßen machen können, und Seilen je zwei unterschiedliche Punkte auf der Karte verbinden, die eine begrenzte Distanz voneinander entfernt sein dürfen. Halten tut das Ganze aber nur, wenn wir dazu entsprechend die vorgegebenen Ankerpunkte so verwenden, dass das ganze Konstrukt nicht kippt oder einreißt. Soweit gibt es zwischen dem Bridge Constructor und dem Portal-Ableger noch keine großen Unterschiede. Hinzu kommt aber nun, dass die insgesamt 60 spielbaren Level einen viel komplexeren Aufbau haben, in dem auch an Portal angelehnte Elemente eingebaut wurden. Das wären zum einen natürlich die namensgebenden Portale, die immer in Paaren von zwei daherkommen und bei denen die Eintrittsgeschwindigkeiten und Winkel entsprechend auf den Austritt des Fahrzeuges übertragen werden. Es gibt Streckenabschnitte, die darüber fahrende Wagen beschleunigen, es gibt Abschnitte, die als eine Art Trampolin agieren, es gibt die aus Portal bekannten Geschütztürme, die man wiederum entweder von hinten umfahren muss oder aber durch darauf geschleuderte Companion Cubes zerstören muss, und zu guter Letzt gibt es noch Knöpfe, welche wiederum Laserblockaden ein- und ausschalten und bestimmte Abschnitte hoch- und runterklappen können. An diese ganzen unterschiedlichen Mechaniken wird man aber durch die Level nach und nach ganz gut herangeführt. Der Aufbau der Level kann also schon durchaus komplex werden, wie man sich sicher vorstellen kann. Und es wird auch das eine oder andere Mal etwas dauern, bis man einen groben Plan hat, wie man seine Konstruktionen bauen muss, um das Level zu meistern. Dabei reicht es in der Regel, einen Stapler durchzubekommen. Wirklich herausfordernd wird es jedoch erst, wenn man versucht, eine ganze Kolonne bis zum Ende durchzubekommen. Da darf dann eben auch nicht durch den ersten Wagen, der sich gerade noch herübergerettet hat, der ganze Schrott zusammenbrechen. Begleitet wird das Spiel mit ganz kurzen Sequenzen, die es alle 10 Levels zu sehen gibt, und von Missionsbesprechungen, falls man sie so nennen kann, von GLaDOS, dem etwas fiesen Roboter aus dem ersten Teil, womit man auch versucht, den Humor vom Original Portal zu übertragen, was aber nur eher mäßig funktioniert. Es gibt hier und da mal ganz lustige Kommentare, andernmals wirkt das Ganze eher etwas angestrengt und der Witz, dass ein Mitarbeiter der Firma nichts wert ist, nutzt sich dann doch sehr schnell ab. Der Humor ist aber eben auch bei so einem Puzzler natürlich nicht der Schwerpunkt. Vehicles seen by the turrets targeting laser are marked for disqualification, followed by rapid disassembly. The blue lines in this chamber are Aperture Science Material Emancipation Grills. They will vaporize all Aperture Science testing apparatus, except for the test vehicles. Wie gut funktionieren also die Puzzles? Der Aufbau der meisten Levels ist durchaus sehr gut gelungen und man muss schon hier und da ein wenig planen und tüfteln, um zum Ziel zu kommen. Wie erwähnt, liegt der wirklich knifflige Teil jedoch darin, nicht nur einen Wagen zum Ende zu bekommen und damit den Level zu schaffen, sondern alle Fahrzeuge durchzubekommen. Und da gibt es durchaus einige Level, die etwas haken und frustrierend werden, was an unterschiedlichen Gründen liegt. Zum einen werden bei der Physiksimulation auch Zufallsfaktoren verwendet, die zwar nur einen sehr geringen Einfluss haben, aber durchaus ausschlaggebend sein können. Zum anderen kann im Konvoi ein Fahrzeug die Konstruktion so verbiegen, dass das zweite Fahrzeug eine andere Ausgangslage für Sprünge und ähnliches hat. Beide dieser Dinge führen dazu, dass man in einigen Leveln dann für den Konvoi weniger Zeit für die eigentliche logische Planung verbringt, als zum reinen Testen von unkalkulierbaren Faktoren. In Level 31 sieht das Level beispielsweise vor, dass die Fahrzeuge in ein Portal fahren, dort so wieder zurückgeschleudert werden, dass sie wieder zurück zum Start und in ein anderes Portal fliegen, wo sie dann wiederum mit so viel Schwung herauskommen müssen, dass sie beim Levelende ankommen. Bei der Lösung ist dann vor allem viel, viel reines Herumprobieren angesagt, was dann nicht mehr wirklich mit Spaß verbunden ist.
In den meisten Levels ist das zwar weniger extrem, doch wird durch solche Dinge die eigentliche Bautaktik und der Anreiz, schöne und stabile Konstrukte zu bauen, zu einem gewissen Grad geschädigt. Sobald es beim Konvoi beispielsweise kritisch wurde, dass die Bewegung eines Fahrzeuges das Verhalten eines anderen Fahrzeuges beeinflussen könnte oder dass eine Modifizierung an der einen Stelle den Sprung- oder Abprallwinkel an einer anderen Stelle verändern könnte, habe ich dann angefangen, unabhängige Systeme zu bauen, da das Spiel, wie auch schon die Vorgänger, ermöglicht, Träger ineinander zu bauen, sodass also zwei Konstruktionen an den gleichen Knotenpunkten gebaut sein können, aber durch keine Verbindung zueinander auch keinen Einfluss aufeinander ausüben. Das wäre in den normalen Spielen wiederum nicht möglich gewesen, weil man dort immer mit einem limitierten Budget bauen musste. Zwar werden die Kosten der Konstruktionen in Bridge Builder Portal noch mitgezählt, man kann sie aber als ein Artefakt aus dem Originalspiel ansehen, da sie hier nun keinerlei Relevanz haben. Es gibt lediglich ein Maximum an Bauteilen, die man verwenden kann, doch an dieses bin ich nur in einem einzigen Level gestoßen. Hätte ein begrenztes Budget das Spiel nun besser gemacht? Wahrscheinlich nicht. Es hätte es zweifelsohne schwerer gemacht, aber das eigentliche Problem liegt hier in den oftmals nicht abzuschätzenden Sprung- und Abprallwinkeln, die für einige Level benötigt werden. Ein weiterer Kritikpunkt wäre, dass die Musik in der Bauphase oftmals verstummt, was das Vor-sich-hin-Bauen etwas unnötig trocken wirken lässt. Durchgehende Musik hätte ich klar bevorzugt. Bridge Constructor Portal bleibt jedoch trotz diesen Makeln ein unterhaltsames Spiel, dessen Meistern mit allen Levels einschließlich Konvois bei mir 26 Stunden gedauert hat. Als Bewertung kann ich Bridge Constructor Portal nun aufgrund der genannten Schwächen zwar keinen vollen Daumen geben und so wird es nur einen Daumen auf halbem Weg nach oben, aber für die 10 €, die es als Normalpreis auf Steam kostet, kann ich es puzzelfreudigen Spielern klar empfehlen. Und wer keine Lust auf Puzzles hat, kann sich ja mal anschauen, zu was ich sonst noch Reviews gemacht habe. Die lassen sich übersichtlich auf ndnw.net finden. Natürlich könnt ihr auch den Channel abonnieren, um über neue Reviews automatisch informiert zu werden, sofern ihr dafür den entsprechenden Haken setzt. Ich verabschiede mich und was ist jetzt, GLaDOS? The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. Na gut, dann gehe ich halt und schau mir was anderes an. Bis zum nächsten Mal.